Guten Morgen, liebe Leute. Sack und Pack ist gepackt. Der Kleine und ich, wir fahren jetzt gleich zu einem Kindergeburtstag von Mians Patentante. Der Sohn, der hat Geburtstag, der wird 9 und der feiert im Kettlerhof. Ja, und ich muss jetzt vorher noch zu so einem Autozubehörladen fahren, weil der Wagen zeigt wohl hier Öl an, sagte mir der Illo, weil ich fahre lieber so längere Strecken mit dem großen Auto, das ist komfortabler. Und dann sagte Illo mir, ja, der Wagen zeigt Öl an. Und dann wollte ich das gestern eigentlich schon erledigt haben, habe im Internet geguckt. Aber sämtliche Läden, wo man das kriegt, also ATU und, dann, und dieser Laden, wo ich jetzt hier hinfahre, die hatten halt schon geschlossen. Die haben irgendwie nur bis 19 Uhr auf Kettlerhof. Das wird bestimmt mega cool. Ich war da noch nie gewesen, auch nicht als Kind. Weil ich sagen muss, halt 15 Euro Eintritt, das ist natürlich immer noch günstiger wie im Moviepark oder irgendwie was. Aber als Begleitperson, als Erwachsener auch 15 Euro zu zahlen, finde ich schon happig. Wobei ich nutze die Dinge, aber es gibt ja sowas wie Omas, Opas, die vielleicht dann auch mit ihren Kindern dahin gehen oder mit den Enkelkindern dahin gehen und dann auch 15 Euro Eintritt zahlen müssen. Kam so eine Nuss vom Baum und ich habe mich mega erschrocken. Ich dachte, es ist sonst irgendwas hier, weil das gerade hier ist, wo ich ans Öl reingehen wollte. Ich musste jetzt das kaufen, ich kaufe sonst mal das von Original BMW, aber der sagte, das ist überall ausverkauft und ich direkt so, oh shit, und er sagt, das ist gar kein Problem, das ist genau dasselbe, das Plus von Aral und das ist irgendwie 50 Cent günstiger pro Liter, von daher nehme ich das jetzt, ich habe keine andere Wahl, ich muss los und wenn er sagt, es ist überall ausverkauft, glaube ich ihn, das Meier hat nachgeguckt, ob es irgendwie geliefert wurde, aber es wurde nicht geliefert, bisschen schütteln, glaube ich. Elo hat mir gesagt, ich soll eine halbe Flasche reinmachen. Dafür haben wir jetzt für einen Liter 10,50 Euro bezahlt. Jupp, halbe Flasche. Oh Leute, ich hatte gerade Glück. Das Nette war, ich hatte einen Smartfahrer vor mir. Ansonsten wäre ich geblitzt worden. Dann wäre noch ein Knöllchen, das dritte Knöllchen jetzt reingerasselt. Wir warten ja immer noch aufs erste und aufs zweite. Das erste, wo wir von der Türkei Richtung nach Hause auf der Autobahn waren. Das zweite wegen der fehlenden Vignette in Ungarn. Ja, und jetzt hier jetzt auch fast geklingelt. Das war noch vor Haltern gewesen. Ich bin ja auf der Autobahn. Meiner Meinung nach war jetzt hier offen gewesen. Das war so durchgestrichelt. Du kannst fahren, wie viel du willst. Ich bin, meine ich, 130 gefahren und auf einmal sehe ich so einen Smartfahrer vor mir, ein Stückchen weit vor mir, wie er den Arm so runter aus dem Fenster macht und so macht, also quasi langsam, langsam. Und in dem Moment habe ich nur runtergebremst, habe hinter mir geguckt und habe da so eine mobile Blitze gesehen. Die habe ich vorher auch nie gesehen, wenn, dann siehst du ja so fest, aber das war wie so ein Anhänger, so eine Anhängerblitze. Und ich habe da runtergebremst auf 100 oder knapp vor 100 und ist alles gut gegangen. Vielen herzlichen Dank an solche Menschen. Ja, danke schön. Ihr habt mir jetzt auf jeden Fall den Tag gerettet. Ja, was heißt gerettet? Aber ihr kennt selber, wenn ihr geblitzt werdet, danach ist man immer so, boah, nee, ne? So, man hat schlechte Laune, denkt sich, darf doch nicht wahr sein und man ärgert sich einfach. Ist sogar direkt eine Bushaltestelle am Kettlerhof. Die fährt bis zum Haltern an See Bahnhof. Wir sind angekommen. Yippie! Mir eine Startklar. Guck mal, der Kurze kommt da drüber, du nicht. Jetzt will ich auf die Esel. Hey, mein Esel fährt. Achso, den kann ich nicht drehen. Okay. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzingelt, muss ich mich ergeben. So schnell? Langsam, genau. Hast du den Bass? Ja, ne? Richtig gut. Ups. Sollen wir nicht beide rutschen? Ja, komm, auf die Plätze, fertig und los. Los. Jawoll. Warte, geht das nicht? Komm, wir füttern die mal, Mian. Ich hab noch ein bisschen Futter, guck mal. Ey, also, hey, High Five. Ja.
Die fressen Blätter, Elena. Hey, da kommen welche hier. Guck mal, Leute, hier ist auch ein Wasserspielplatz. Richtig schön. Hier. Hier. Da. Richtig toll. Das geht sogar noch weiter. Da auch. Hier, der ganze Bereich. Hier geht's weiter mit dem Wasserspielplatz. Cool. Toll. Ja, Mia, jetzt fängt das Spiel an, die 30 Grad in Alamia immer. Ei, die gehen ja ganz schlecht. Ui, 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 ui. Oh, ist das schwer. Und die Kids, die gehen hier richtig ab. Wow, oh, Unfall. Sorry. Scharf Lenke. Oh, um die Kurve. So Leute, das mache ich auch gleich. Ich habe gefragt, ich darf mit Mia nicht zusammen drauf. Es dürfen nur Kinder ab 4 und ab. Oh, hier steht eigentlich mit beiden Händen festhalten. Ich kann mich aber nur mit einer Hand festhalten. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mega geil. Ah, das war gut. Einmal hier lang. Es regnet übrigens draußen, deswegen ist es mir eigentlich ganz lieb, dass wir jetzt hier drin sind. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mian, wo bist du? Ah, da unten. Jetzt muss ich noch rutschen. So. Und? Ui. Oh, jetzt habe ich einen nassen Popo. Mian, das ist aber ganz steil, ne? Willst du mir lieber die Hand geben? Willst du mir lieber Hand geben? Rückwärts? Ja, mach rückwärts, ist besser. Ui. Also, ich muss ja auch einmal hoch. Oh, Leute, guck mal, die ist echt steil. Aber... auf los geht's los, auf die Plätze, fertig, los! Das ist die Mama von meiner Freundin, die kümmert sich bestens um Mian. So, jetzt kriegen wir sogar ein weißes Pferdchen, das finde ich cool. Los geht die Fahrt, der Ritt meine ich. Haben wir ein schnelles Pferd, nimm hier. Jetzt haben wir die Teppichrutsche, ich zeig's euch. Andere können wir nicht nehmen, weil da steht echt nur eine pro Person. Und die ist echt zu steil. Aber die hier kann ich mit mir annehmen. Schön bei mir anlehnen, ne, Mia? Also ich nehme jetzt hier einmal die Steine, Leute. Aber da
lasse ich den Mian bei meiner Freundin. Leute, guckt euch die mal an, ich nehme sie jetzt. Aber da geht mir jetzt schon ein bisschen der Bammel. Ach du meine Güte. Oh nein, ich hab Schiss. Leute, ich hab Schiss, ich leg mich hin. Boah, die ist echt krass, Leute. Boah, aber ich habe die kleinen Kinder gesehen, deswegen dachte ich, muss ich auch da rein. Ich kann euch nur den Park empfehlen, der ist mega geil, auch für groß und für klein. Also ich komme ja auch total auf meine Kosten, also wenn man sich nicht scheut, irgendwo drauf zu gehen natürlich. Aber top, der Park, wirklich. Die Hose stoppt, weil der Popo nass ist. Jetzt sind wir hier in der Kugel. Dreht uns einer. Hui. Juhu! Alles gut, Mia? Oh, ist das schnell, ne? Wir sind schon schön hellig, ne? Oh. Chris, sag Bescheid, wenn du ein Tütchen brauchst, um zu vergehen. Mian und ich sind jetzt auf der Teppichrutsche und los geht's. Man kann einfach starten, ne? Ja. Auf die Plätze, ja. Fertig. Los. Mian, du wartest auf mich. Alles gut. Ach ja, die geht. Komm. Komm, Mian, geh zu mir. Und los geht's. Nicht so schnell. Passiert doch gar nicht. Alleine? Ja, komm, mach alleine. Das ist die Todesrutsche, hier kommst du nicht runter. Wenn es nass ist, dann stockt man hier nur auf eine Wasserspielstelle. Da läuft dann das Wasser lang. Hier kann man wohl die Bälle runterkommen lassen und dann kann man hier auch rüber und darüber, wo ich gerade auf der krassen Mega-Rutsche war. Hier kommen kleine Jungs, ganz auf ihre Kosten. Natürlich auch Mädels, sofern die sowas mögen, aber in der Regel sind das ja mal die Jungs, die sowas mögen. Richtig schön gemacht. Notarzt, hier sind die Feuerwehrmänner. Achtung, Feuerwehr im Einsatz. Hier wirklich früh morgens hinkommen und bis zum Schluss bleiben, damit man hier auf seine Kosten kommt. Also damit man alles zumindest mal testen kann. Cool. Hier ist das brennende Haus, was gelöscht werden muss. Und da ist auch schon die Feuerwehr an. Kommt ein bisschen Wasser vorne aus dem Hubschrauber, auch aus dem Flugzeug. Mian, springst du aus dem brennenden Haus? Soll ich dir die Hand geben? Warte, komm her. Das. Du schaffst das? Ja, komm, zeig mal. Oh, ja, super! Hey, die beiden kamen jetzt gerade hier rein, Hals über Kopf. Wo ist er, der Kleine? Da. Oh, er ist schon wieder im Klettermodus. Klar, heute wurde viel geklettert. Zieht er sich jetzt erstmal ein Brot, gab nichts. Keine Verpflegung dort vor Ort. Doch? Doch. Ich, doch, wir haben gegrillt. Brot gegrillt. Genau. Was machst du denn da unten jetzt? Du musst ein bisschen arbeiten. Du musst denn arbeiten? Ich habe irgendwie gehört, ja, hier von dem Vlog, da gefällt mir aber das Startbild nicht. Das muss ich jetzt sofort ändern. Musst du mich verpetzen? Ja, klar verpetze ich dich. Das geht ja mal gar nicht. Das ist doch ein Foto, das Ding. Das muss ich sofort ändern. Fazit Kettlerhofen, mega geil. Was ich auch richtig gut finde, dass da echt keine zusätzlichen Kosten anfallen, bis auf Essen und Trinken. Aber man hat jetzt nicht irgendwo, da gibt es ja dieses Pferdchenreiten oder so. Ich dachte ja, da muss man irgendwie nochmal Geld separat reinschmeißen. Aber nirgends von links so Münzeinwurf. Also es kommen da nicht noch irgendwelche Kosten auf einen zu. Finde ich mega cool. Und auch für so Kleine hier, der Mian wird ja erst demnächst 3. Da lohnt sich das auch schon total. Und für Erwachsene auch. Also voll den schönen Tag gehabt. Ich kann nur jedem den Tipp geben, zieht eurem Kind irgendwas Leuchtendes an. Leuchtendes T-Shirt, leuchtende Hose oder irgendwie was. Das ist von Vorteil, weil Mian hat zum Beispiel das rote T-Shirt heute an. Das war mal gut. Ah ja, Mian, der war sowieso immer bei mir. Oder der war halt mit meiner Freundin. Aber so konnte ich halt immer auch schon nach dem roten T-Shirt gucken, halten.